Alljährlich findet in Oktober in München die Lange Nacht der Münchner Museen statt. Neu war in diesem Jahr das erste rollende Museum, gestaltet von Oldtimer-Fahrern, die Museumsbesuchern die Gelegenheit gaben, in Oldtimern mitzufahren. Rund 50 historische Fahrzeuge waren zwischen dem Verkehrsmuseum auf der Theresienhöhe und der Museumsinsel mit dem weltgrößten technischen Museum der Welt unterwegs. Oldtimer-Fahrer waren durch die Welle der Sympathie, die dieser Oldtimer-Mitfahraktion entgegengebracht wurde, unermüdlich im Einsatz. Rund 3000 Gäste erlebten Kultur auf Rädern. Feierlich eröffnet wurde das erste rollende Museum von ZDF-Moderatorin Susanne Kohnsucker, die ein Faible für historische Automobile hat und mit einem Buick 1931 die Route eröffnete. Für das zweite rollende Museum im Jahr 2010 werden beim Organisator Oldtimer TV schon Pläne geschmiedet.